damit herzlich willkommen zu einer weiteren Runde GTA Online, diesmal mit Ballrider. Genau. Sogar mit Turbin diesmal. Wow. Und hier kann ich mir wieder den ganzen Kram schön kaufen. Als ob du 100 Dollar hast. Bereit. Und damit geht es dann, denke ich, auch jeden Moment los. Oh Leute, wie viele Leute sind wir eigentlich hier? Nur zu zweit, ne? Weil da stand gerade irgendwas komisches. Und hier haben wir wieder einen kleinen Wallride mit Turbinen. Oh, nice. Da bin ich mal gespannt, was wir heute haben. Richtig, oder? Das kann ich bestimmt richtig gut, ja. Ich hätte eigentlich noch nie... Guck mal zu mir rüber. Geht da nicht lang? Ach, es ist da. Ach so. Ich hab einfach den Gefäker zu dir gezeigt. Opfer. Bestimmt. Du Opfer! Ah, da muss man runter. Ja, genau. Okay, wenn wir echt jetzt jede Rakete abklappern, dann kann das schon lange dauern. Aber wir müssen ja noch eine Minute gerade vorsehen. Oh, schon. Das ist so unnötig, weil zwei Checkpoints auch direkt hintereinander sind. Als ja genau! Alter! So, weißt du das? Weißt du mal, wie easy ich das hier mache? Ich bin unfair, oder was hast du gesagt? Nein, hab ich nicht gesagt. Alter! Ich fahre hier runter! Das ist meine Schuld! Weg. Nicht geschafft. Also das ist bestimmt auch wieder so eine normale Map, die man einfach mit so einem Off. Ja! Dankeschön! Das Danke. Hab ich was gemacht? Nee, ich komme fliege einfach so weit in den Himmel, dass ich jetzt einfach respawnen kann, weil ich nicht mehr runterkomme. Aber oh, dieses Ding davor ist so unnötig, ne? Alter! Das ist mal Alter, Double Takedown, Junge, das ist mega geil. Hä? Was spawn ich denn für den Scheiß? Dass du es einfach schon beim First Try geschafft hast. Als ob! Ja, danke schön. I've got it! Alter, in letzter Zeit gucke ich richtig viele Englisch. Yo, danke. LOL! Alter, hast du das gesehen? Da ist ein komischer Ding jetzt gespawnt, so eine komische Kiste ist hier einfach. Geil, jetzt darf ich die erstmal runterschieben. Ja, genau. Jetzt! Als ob da eine Kiste gespawnt ist. Ah nee, doch, ich wollte gerade schon respawnen, aber ich dachte, du musst wieder oben rauf, oder? Das wäre ein bisschen unlogisch. Jetzt kann ich weiter. Hey, ich hab E gedrückt. Willst du mit einstellen? Wichser! Als ob du da noch ein neues Auto ist, boah! So Umweltverschmutzer, ne? Hey, warum ist mein Radio auch schon wieder, ne? Nö. Du hast wieder das Radio hören und ich darf keins hören. Du hast die Umweltverschmutzer, kommt die Pegida. Die Pegida ist hinter dir, ne? Fuck, ich hab nicht nach. Ich hab. Alter! Als ob! Du bist, ich hab einfach rumgespannt, die ganze Zeit nur E gedrückt. Das war episch. Das kann man bestimmt, das ist bestimmt reich. Wow, ich bin 3,5 km drüber gefahren. Das schießt man nach hinten. C davor! C? Also C, dann guckst du zurück und dann E und dann schießt du noch hin. Okay, Leute, ich dachte, man muss hier einfach nur zurückgucken. Denkst du etwa, ich bin die Didi oder was? Jetzt fahr doch mal, sonst fahr ich dir gleich hinten rein, ey. Ich hab falsche Taste gedrückt. Oh nein. Ich hab das so richtig krüppel gesehen. Taste gedrückt, Junge.
Oh, ich kann das nicht. Ich kann das einfach nicht. Ich meine, zur rechten Seite geht das mega klar, ne? Aber zur linken, ich bin raus. Ich kann, weiß nicht, was ich drücken muss. Ich muss einfach perfekt landen, um das zu schaffen. Oh, that was a perfect landing. Ja, ja, genau. Genau, ich fahr einfach durch dich durch, dann. Halt, hier werden so viele, hier entstehen gerade so geile Sounds. An den Land hast du schon mal einen Rückspiel geguckt? Ach, da geht's runter. Gut zu wissen. Alter, ich drücke alle Tasten auf einmal. Ich drücke vorwärts und rückwärts und rechts fertig und links und rechts auch. Hä, als ob ich keine Rakete aufgesammelt habe. Nein, ich hab die falsche Taste gedrückt. Ey, lass mal zusammenfahren, mal schauen, ob das geht. Nein, das geht nicht, du kannst dich bei mir nicht einschalten. Ey. Wie geil. Nein, bist du explodiert? Hast du explodiert gemacht? Ich habe nicht explodiert gemacht. Ich habe tatsächlich nicht explodiert gemacht. Alter! Ja, genau! Ich bin einfach vor diesem Windflügel weggeklatscht worden. So eine richtige Windschleppe. Als ob ich wär gelandet. Perfekt, ne, aber dann bin ich explodiert. Oh, ich habe dir auf den Punkt gekriegt. Ja, genau! Ja, nein, ich habe schon wieder die falsche Taste. Jetzt bin ich so. Oh, wir waren einfach ineinander. Normalerweise spawnt man dann nicht, ne? Aber du bist auf einmal gespawnt. Ich hab's geschafft, obwohl ich gar nicht. Hä? Das ist unfair, weil ich es nicht geschafft habe, aber trotzdem das check. Alter, Laurea, wie cool ist, man. Hast du es geschafft? Ja. Musst du nur so gut sein, ne? Kannst alles. Hä? Ich bin im Baum fest. Ich stecke im Baum fest. Sauber. Ja. Ich hab keine Ahnung davon. Ich hab wieder F gedrückt. Ich bin der schlauste Mensch der Welt. Bist du ausgestiegen? Ja. Yo! Alter! Alter, den Moment muss ich mir für Best of merken. Ich schreie nur richtig rum. Alter, Junge, du. Sonst finde ich das in der Totenstunde nicht wieder. Ja, na und? Du hast gerade schon rumgeschrien. Warum steigt er denn jetzt aus? Diese fette. Ja, ich höre nur. Psch. Stimmt. Klar, danke lieber Flügel. Diese Windräder sind eigentlich schon ziemlich geil. Ich kenne auch so modded Fahrzeuge, die dann so mit diesen Windrädern sind, richtig lustig. Oh, ich hasse das Windrad. Alles klar. Wenn man so komplett fertig mit Respawn ist, also dieser Balken fast voll ist und dann einfach noch stirbt. Das ist immer der geilste Moment. Den Moment finde ich immer am besten. Oder den Moment, wo man einfach mal runterfährt. Hallo. Der Raffi-Sender wieder verändert. Lass mich das mal sagen. Das Auto ist einfach Schrott. Ich komme doch nicht mal dazu, den Radiosender. Bestimmt. So. Als ob, Mann. Mann, Alter. Ich hab einfach so einen Lack die ganze Zeit, wenn ich mich spawne, wenn ich die ganze Zeit gebitch-slapp von diesem Windrad.
Alter, wie viele Autoleichnamen liegen müssten. Ja, genau. Okay, ich fahre mal weiter, ne? So langsam ist es langweilig. Ich stand da die ganze Zeit mit dem Rocket Launcher. Aber dann bist du die ganze Zeit von alleine gestorben. Abhaus. Ja, komm mal her, Junge. Du hast mich bedroht. Mit Waffen. Du hast mich bedroht mit Waffen. Alter, ich will jemand, dass jemand eine Zitate-Seite von uns macht. Die dann bedroht jemanden mit Waffen. Oh, easy. Ja, genau, Alter. Alter, wo ich bin. Ich bin weggeflogen. Yo, ich bin im Himmel, Alter. Du bist bei mir, du hast dich bei mir einfach weggeportet, ne? Lol, ich bin perfekt gelandet. Ja. Mega nice. Ich bin auch. Jo, du bist auf mich drauf geklatscht. Hast du es überlebt? Jo, ich wollte gerade aussteigen. Du hast es nicht überlebt. Lol, ich hasse diesen jeder Fall. Verfickten Dreckspunkt, Alter. Das war unfair. Also ich finde, das war vom Spiel unfair gemacht. Das ist keine Legitimation dafür, dass du... Oh Mann, dadurch, dass ich alle im Haftbomb gerade im Online-Bus aufgenommen habe. Als ob, Mann! Jo, du schaffst es einfach, dringst mich weg, bestimmt! Komm mal da. Ich bin einfach in die Luft gesetzt. Ihr Marsch. Hilfe, nicht so schnell. Bald. Jetzt komm her, du Opfer, Mann. Alter. Ja, du bist einfach vorbei gefahren. Ja, ich hab's nicht gekriegt. Nein. Weg, Flip. Jo! Gott sei Dank gibt's hier überhaupt nichts, ne? Ja! Geht direkt, Alter! Toll! Hä? Warum schaffe ich das nicht, Alter? Junge, als ob das die ganze Idee piept, Alter. Ich verbrauch schon alle Raketen. Alter, diese Punkte, ne? Ich guck nie auf die Karte. Ich bin der beste GTA-Spieler der Welt. Das hat mich schon früher. Früher habe ich mal bei ihm auf der PS3 gespielt. Und dann das hat mich so überfordert, auf diese Karte zu gucken. Na, geht's dir noch ganz gut? Ich hab das eigentlich nie hingekriegt. Jetzt? Skills bekommen. Nee, ich habe immer noch keine Skills. Deswegen bin ich ja YouTuber. Oh. Ich wollte schon helfen beim Ausparken. Klappt. Nee. Als ob. Ich hab immer noch Molotov-Cocktail, ne?
Jo, ich explodiere nicht und lande direkt, also komplett auf dem Dach, ne? Ich explodiere einfach nicht. Oh, ich hoffe, ich nehme jetzt vernünftig auf. Oh, ich hätte es fast wirklich geschafft. Alter, ich habe extra so ausgewichen. Dankeschön. Jo, Alter. Das ist ja passiert. Ich wurde mega weggekickt. Ich wurde erst einmal so geslappt und dann richtig weggekickt. Geschafft? Ja. Stimmt. Alter. Junge, ich hab so einen richtig hässlichen... Die Leute, ohne mich zu drehen. Lol, Alter, der ist... Junge, wie geil, das bei mir auch so... Der ist einfach so nach oben gerade geflogen und dann so... Alter! Hilfe! Hilf dir nicht? Ich hab 10! Alter, jetzt auch! Ich wollte wieder C drücken, hab F gedrückt. Oh Mann. Alter, ich hätte einfach deinen Reifen zerschossen. Deswegen konnte ich nicht lenken. Du Arsch. Mann, du bist einfach gegen so eine Windkraftanlage gefahren, bist ausgestiegen und explodiert. Welche Runde sind wir eigentlich? Keine Ahnung, 3 Milliarden oder so. Dann ist sie ja nicht irgendwo schon mal. Sonst steht ja mal welche Runde. Oder ist es immer noch die gleiche Runde? Das ist so mega lange. Ich glaube, es ist immer noch die erste Runde, ne? Stimmt. Das ist echt immer noch die erste Runde. Keine Ahnung. Alter! Jo, ich bin einfach drüber geflogen! Ernsthaft? Oh lol, ja, hier war noch meine Annäherungsspeed. Zum Glück konnte ich mich nicht töten. Alter, wärst du als erstes gekommen, wärst du fett gerankt gewesen. Ich bin einfach drüber, hast du es nicht gesehen? Na, nein, nein. Oh Mann, das ist unfair. Das ist. LOL! Hä? Oh geil. Also, du bist echt gemein, weißt du das? Weißt du, dass ich bin einfach runtergeflogen. Hab mich überschlagen. Wenn ich das jetzt nicht schaffe, ne? Wegen dir, Alter. Das ist richtig unfair. Ich bin Crewrang Level 86 jetzt. Den Kanal kannst du dir in den Arsch schieben! Oh, 11 Sekunden. Also, du steigst einfach nur aus. Wenn du das nicht schaffst, bist du ein bisschen bad, ne? Weißt du, ne? Ja komm, du hast es jetzt geschafft! Das ist doch gut. Ja, und jetzt hättest du das Ziel erreicht, ne? Hat ja nur 18 Minuten gedauert. Was? Der Part hat ja Gott sei Dank nur 18 Minuten gedauert. Oh, Alter, wer immer noch dran ist, ist eigentlich dumm, weil wir die ganze Zeit in die gleiche scheiß Map gespielt haben, aber... Jeder dem, was er selber will, egal, ciao, den Gewinner braucht ihr nicht sehen, ich geht's.